Guten Morgen. Morgen. Lassen Sie sich nicht stören, ich warte beim Wagen. Die beiden Kollegen sind von der Frau mit dem Kind auf dem Arm verständigt worden. Sie hat den Toten so aufgefunden. Etwa vor einer Stunde. Nach einem Raubüberfall sieht das auf den ersten Blick nicht aus. Interessant ist allerdings der die Tatsache, dass... Er trägt die gleichen Schuhe wie ich. Was trägt er? Er hat dieselben Schuhe an wie ich. Wer denn? Der Tote da. Hat sich irgendwann dieselben Schuhe gekauft wie ich. Die meisten werden überfahren. Aber ertrinken? Dieser Mann war Epileptiker. Er hatte offenbar am gestrigen Abend einen Anfall bekommen und war an der Stelle, an der Sie ihn heute Morgen aufgefunden haben, zu Boden gestürzt und bewusstlos liegen geblieben. Keine Fremdeinwirkung. Erinnern Sie sich an das Gewitter in der vergangenen Nacht und den anschließenden Platzregen? Offenbar hatte sich an dieser Stelle eine Pfütze gebildet.